schaffen die doch nie. Die erscheinen doch noch viel früher, zwischen 12 und 2. Und diese Zeit schaut eher der Nachbarsbube vorbei. Du schöne Nachbarin, öffne mir die Tür, weil ich total durchfroren bin. Halb nackt steh ich vor dir, ohne Schuh und Socken bin ich durch den Wald gerannt. Black Forest, barefoot joggen, ein neuer Fitness-Trick. Ach, mein lieber Sportler, gern lass ich dich ein. Mein Mann, der ist grad fort, der lässt mich sowieso so oft allein. Ich werd dir deine strammen Joggerwaden massieren. Danach könnten wir zusammen Lochkarawas trainieren. Ja, du schöne Nachbarin, was liegt dir denn da im Sinn? Mir liegt da was im Sinn, doch leg du dich erstmal hin. Dann wird's dir ganz olympisch bei meiner neuesten Disziplin. Und die nennt sich Trimtisch mit deiner schönen Nachbarin. Ja, da ist was dran, das ist ein geiler Sport. Ich hoffe nur, dein Mann bleibt noch eine Weile fort. Ach, denk von ihm nicht schlecht, doch der ist faul, bevor der sich trimmt. Da ist's ihm gerade recht, wenn das ein anderer für ihn übernimmt. Aber ja, natürlich übernehme ich seine Pflicht. Und auch noch die Kühe. Ich und du, wir halten dicht. Unsere Spiele in der Kammer gehen keinem etwas an. Ich sag nichts deiner Mama. Und ich nichts deinem Mann. Ja, wir zwei beide am selben Ziel vereint. Wir lagen nicht im Streite. Keiner des anderen feind. So wie wir zusammen kamen, genauso kommen wir immer wieder zusammen. Offen bleibt die Tür für die Pflicht und auch für die Kühe.